Hallo Leute, mein Name ist Random Life und die Stammzuschauer von meinem Kanal wissen, heute geht es wieder um Bunker, wenn man diese alten Gemäuer sieht. Ich freue mich, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Ich bin heute auch nicht alleine unterwegs. Mein Kameramann, der Falk, ist wieder mit dabei und mein langjähriger Freund, den ich tatsächlich durchs Urbexing kennengelernt habe, der Oliver, ist heute auch mit am Start. Und da freue ich mich besonders, weil für euch sieht das immer so aus, dass der Oliver vielleicht jedes dritte oder vierte Video dabei ist. Aber das sind teilweise relativ alte Videos und wir waren schon lange nicht mehr auf Tour, ne? So sieht's aus, ja. Und es wird Zeit. Es wird absolut Zeit, ne? Und deswegen freue ich mich. Jetzt ist die Zeit reif. Ja, und was gucken wir uns da dann? Ich hoffe, was Schönes. Ja, du warst ja schon mal hier, da? Ja, ich war schon mal hier, aber ich konnte nicht wirklich Aufnahmen machen. Willst du ein bisschen verraten? Nein. Okay. Nein. Okay, dann verraten wir nichts. Aber Falk, du bist heute auch da, das freut uns ganz besonders. Und der Falk zeigt euch jetzt mal den Einstieg, was wir hier sehen. Dafür gehen wir mal kurz zur Seite, ne? So, Leute, also, ihr habt gesehen, wir sind in einem Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und das Spannende an diesem Bunker, wir finden hier einen fast unberührten Bunker. Selbst die Kabel aus der damaligen Zeit sind noch da. Und wir können hier noch die Wandbemalung sehen. Man hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben. Hier unten hat man eine abgesetzte Farbe und sogar noch, wie nennt man das nochmal? Ist das eine Bordüre oder wie nennt man diese abgesetzte? Ja, Bordüre kannst du es nennen. Eine Bordüre. Hier sieht man sogar noch die Originalfarbe auf dem Putz und die hat so einen leicht rötlichen Schimmer. Schaut euch das mal an. Ich denke, das war der flussierende Streifen, weil wenn du auf die andere Seite guckst, siehst du oben wie auch unten. Ja. Und hier die. Du hast tatsächlich recht, der ist eingefasst, ne? Ja. Sollen wir den mal aufladen? Vielleicht haben wir ja Glück. Jetzt sehen die Zuschauer wahrscheinlich gerade nichts, aber aus. So, und es leuchtet noch. Leute, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr es einfangen könnt. Ich halte gerade die Lampe der Kamera zu. Falk gibt sich ja noch mal Mühe. Jetzt natürlich, man muss sich überlegen, Leute, das ist ja über 80 Jahre alt. Ja, sollen wir die Lampe mal kurz ausmachen? Yes. Oliver lädt auf. Cliffhanger, Entschuldigung. Ist egal. Ja. Und aus. Oh, schaut euch das mal an. Das Nachleuchten. Guck mal nach oben. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Seht ihr das? Ich mache mal meine Taschenlampe hell. Ihr seid jetzt gerade alle blind wahrscheinlich. Aber sie haben übrigens keine Werbung an dieser Stelle. Marauder 2 mit wie viel? 1000 Lumen? 14.000. 14.000 Lumen. Das bedeutet, hier strahlen gerade 28.000 Lumen in diesem Bunker. Ich hoffe nicht, dass deine Kamera jetzt kaputt ist. Schwenk schon mal nach oben, wir machen das Licht aus. Oh, ist das ist taghell hier drin. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Sieht man mich noch? Oder uns? Guck mal hier nochmal runter, wie wunderschön klar das Wasser ist. Weil das wird natürlich gleich nicht mehr so schön klar sein, weil wir natürlich die Sedimente, den Dreck hier auf, da fängt schon an, seht ihr das? Deswegen genießt jetzt nochmal das schöne, kalte, vor allem kalte, klare Wasser. Kalte Wasser, ne? Ja. Es ist nämlich, wie kalt, 8 Grad? So. So kalt. Also von daher, ich würde sagen, wir schalten das Licht der Kamera ein und werden den Bunker jetzt erkunden. So. Falk muss auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht hinfällt, weil hier gibt es alte Bretter auf dem Boden. Und bei Brettern vielleicht die Füße nach vorne schrubben, weil hier ist ein Nagel drin. Oliver, meinst du, das ist hier auch noch fluoreszierend? Ja, das ist fluoreszierend. Sollen wir das mal aufladen? Ja. Oh ja, es leuchtet, es leuchtet, es leuchtet. Der braucht ja die Entfernung. Genau, das machen wir gleich. Lass uns mal kurz nur die Decke aufladen. Und bereit? Alle? Yes. Okay, auf 3. 1, 2 und 3. Oliver, ich sehe dich komplett. Unfassbar. Man sieht sogar noch von den Pinseln, von dem Quast, die Striche, ne? Also. Ich kann meine Hände sehen, guck mal. Das ist, ja, ich sehe dich komplett. Das ist doch der Hammer, oder? Und unsere Augen sind ja noch gerade total, wie sagt man dazu, auf die Helligkeit eingestellt. Ja. Weil wir ja gerade ganz, ganz hell gemacht haben. Und das Detail, das kannst du auf jeden Fall nochmal einfangen hier. Oliver hatte absolut recht. Wir sehen nämlich hier den Leuchtstreifen auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt nochmal das Licht ausmache, sehen wir, dass dieser Leuchtstreifen noch nachleuchtet.
Und das war, damit die Leute, die hier in dem Bunker waren, und sofern der Bunker stromlos war, hat natürlich das Licht, und hier finden wir übrigens noch eine originale Fassung, ein wunderschönes Detail, hatten die Leute dann noch einige Minuten die Möglichkeit, wenigstens ein bisschen zu sehen. Und das hat dann den, ja, oder sollte die Panik nehmen. Ja, also ihr seht, wir haben auf jeden Fall jetzt schon ein ziemlich interessantes Bauwerk, oder? Falk, was sagst du? Ich habe noch ein kleines Lichtspiel für euch. Du hast noch ein kleines Lichtspiel. Ja. Ganz kurz, Oliver, ich werde den Leuten ganz kurz erklären, wo wir uns gerade befinden und was die gerade sehen. Und zwar seht ihr hier selber, ihr habt ja schon jetzt einige Videos bei mir gesehen, viele dieser Bunkertüren sind normalerweise nur klassische Gasdrucktüren. Aber das hier, die ist schon ziemlich massiv, oder? Was würdest du die schätzen? 300-400 Kilo? Ja. Ja, 300-400 Kilo. Die ist voll. Ja, das ist auf jeden Fall Vollstahl. Ne? Und das war immer ein Hinweis, dass die Ortschaft, wo wir uns gerade befinden, wie soll man das sagen, sehr stark bedroht war bezüglich der alliierten Bomberangriffe. Und deswegen hat man die Türen so stark und massiv ausgebaut. Und wir befinden uns jetzt quasi in dem Haupteingang. Ihr habt das gerade gesehen, wir sind die Treppe runtergekommen und befinden uns hier in einem, ja, einem Sammelraum. Und man geht dann hier durch diese Bunkertür. Und auch hier, Falk, musst du gleich aufpassen, dass du nicht über dieses Brettchen stolperst. Und geht dann hier in diesen Bereich und befindet sich dann in der sogenannten Gasschleuse. Genau, hier ist ein Loch übrigens, wie man sieht. Und das, genau, bleibt mal da stehen und guckt vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Der Oliver hat nämlich was entdeckt, das war früher schon. Und das ist nicht nur, dass die Decke hier komplett leuchtet, und wir zeigen euch gleich mal, dass die Decke komplett eingebrochen ist, sondern, ich mache noch mal ein bisschen weiter, bis du das Licht ausgemacht hast. Genau. Die Decke liegt hier teilweise in Bruchstücken auf dem Boden und leuchtet hier im Wasser noch nach. Wunderschön, oder? Also auch noch nie gesehen, sowas. Also hier ist das Loch. Mhm, genau. Und guck mal, hier ist ein großes Bruchstück, ne? Hier hat einer das Bruchstück hingelegt. Übrigens, die Leuchtfarbe ist giftig, nur dass ihr das niemals anfasst. Ups. So. Genau, also hier ist das Loch. Und hier, vielleicht kriegst du die Decke auch nochmal drauf, damit man sieht, dass über die Jahre die Decke halt runtergekommen ist. Und ich mache hier auch nochmal ganz kurz ein bisschen dunkel. Aber ich glaube, ihr habt das auf jeden Fall gesehen, dass es hier ordentlich am Leuchten ist. Auch hier der Leuchtstreifen komplett einmal rumgehend. Ich weiß nicht, ob ich gerade meine Idee ausgeführt habe. Also die Leuchtstreifen, nicht nur die Decke. Die Decke war natürlich dafür da, dass die Leute dann was gesehen haben, wenn das Licht ausgegangen ist und nicht in Panik geraten sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Leute aus dem Bunker schnell raus oder rein mussten und es war kein Strom. Dann haben diese Führungslinien gezeigt, in welche Richtung es geht. Und ich würde sagen, wir sind jetzt in der Gasschleuse. Wisst ihr, es gibt immer zwei Türen. Das ist tatsächlich hier nur eine dünne Gasdrucktür. Die andere war wirklich stabil. Es ist wirklich weniger was da drin, ne? Oh, guck mal hier, wie geil das ist. Boah, Falk, guck mal. Guck dir das mal an. Wunderschön, oder? Boah. Also, ihr habt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Eindruck gesehen. Wie viele Meter sind das, Olli? Was meinst du? Was? 12? Mehr. 14? Mehr. Meinst du? Ich würde sagen 12 bis 14, oder? Soll ich es für dich herausfinden? Ja, mach mal bitte. Also wir haben hier heute unsere absolut professionellen Utensilien für die Entfernungsmessung dabei, nämlich unsere Füße und den Sachverstand. Und da seht ihr das Sediment, der Olli wühlt gerade das Sediment vom Boden auf. Und wir waren schon mal hier, da war das Wasser wirklich bis zur, was hast du letztes Mal gesagt, Hodenspitze? Ich weiß es nicht mehr. Herrlich. Nee. Weißt du, was er jetzt gemacht hat? Er hat gar nicht mitgezählt, er sagt einfach, das ist mehr. Ich kenne ihn. Jetzt guck mal, jetzt zählt er nochmal. Jetzt macht die Lampe aus. 30 Meter, ne? Ja, 30 Niemals. Meter. Das sind doch keine 30 Meter. 30 Meter. 30 Meter, Leute.
Jetzt müsst ihr wissen, der Olli ist ein bisschen kleiner als ich. Ich könnte das jetzt auch mal nachmessen, aber das machen wir nicht. 30 Meter. Hier, 30 Meter? Hier bin ich bei 10. Von 30, der Seite hier? 30 Meter bis hinten in den Raum rein. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Das ist aber es sind 30 Meter. Richtig krass. Alles klar. Olli ist ein Handwerker und der muss es auf jeden Fall wissen. Also vielleicht zeigen wir euch ganz kurz mal einen groben Überblick von dem Bauwerk. Also wir sind hier durch die Tür reingekommen. Das ist eine der Eingänge. Es gibt hier insgesamt zwei Eingänge. Und beide haben natürlich eine Gasdrucktür. Und hier ist ein spannendes Detail. Das ist ein Überdruckventil oder der Rest eines Überdruckventils. Hier war quasi eine Membran drin. Und die Luft von dem Bauwerk, wir befinden uns ja jetzt gerade in dem Bauwerk, hier war Überdruck drin, konnte nicht raus durch diese Membran, aber es konnte quasi Luft rein. Und das ist leider komplett nicht mehr vorhanden, das Element. Aber das Gehäuse, und ich mache mal dunkler, das seht ihr noch. Und auch ein schönes, spannendes Detail hier oben, finden wir die noch komplette Verkabelung. Und auch das wisst ihr, Leute, aus vielen meiner Videos, es ist nicht selbstverständlich, dass das Originalkabel aus der damaligen Zeit noch vorhanden ist. Viele Kabeldiebe waren nach dem Krieg da und haben gehofft, dass da Kupfer drin ist. In den Bauwerken, besonders in den späten Bauwerken, gab es aber kein Kupfer für Stromkabel mehr, sondern man hat das Kupfer dann für die kriegswichtige Industrie genutzt. Und deswegen haben viele Leute, die angefangen haben, diese Kabel rauszureißen, die haben sich dann geärgert, aber das Bauwerk war trotzdem dann beschädigt bzw. zerstört. Genau, hast du was Spannendes entdeckt? Hier gibt es viele spannende Sachen. Ja? Okay, also von daher nochmal ganz kurz den Satz zu Ende gebracht. Wir befinden uns hier in einem dieser Eingangsbereiche und man hat die Möglichkeit, geradeaus durchzugehen, da wo der Olli gerade die Entfernung gemessen hat. Und hier rechts kann man auch gehen. Es gibt einen umlaufenden Weg. Und wenn man hier 30 Meter hat, abzüglich des Raumes, ne? Mit dem Raum. Ja, 4 Meter? 4 Meter, ja. Okay, also irgendwie, sagen wir mal 25 Meter netto. Ja. Und was haben wir hier, 10? Ich würde sagen 15. Ich kann es aber auch für dich messen. Das wäre super. Dann haben wir nämlich die Grundmaße ganz grob, Leute. Und wissen, mit oder ohne Raum? Ohne Raum, bitte. Ich würde sagen 10. 12, komm, wir waren 12. Beide gut. Okay, also das bedeutet, wir haben hier irgendwie 270 Quadratmeter Grundfläche hier innen ohne die Räume. Die Räume kommen nochmal exklusive dazu. Und wie so groß so ein Raum ist, gucken wir uns direkt am ersten Raum an. Komm mal mit, Falk. So, also wir befinden uns jetzt hier in einem sogenannten Luftschutzraum von dem Luftschutzbunker. Und ja, erstmal ist dieser Raum ein Raum, nichts Spannendes, oder? Nein. Also wir wissen aber, es gibt Räume, die sind deutlich spannender, aber wir wollen uns erstmal quasi nur auf diesen Raum konzentrieren und euch sagen, wofür diese Räume in Summe waren. Ihr müsst euch vorstellen, insbesondere ab 1940, 1941, hatten die Alliierten die Luftüberlegenheit und haben das Ruhrgebiet massivst bombardiert. Und den Fokus haben sie dort gelegt, wo die Schwerindustrie war. Die war zum Beispiel im Ruhrgebiet, aber auch bei Leipzig, bei den Leunawerken, aber auch Berlin wurde natürlich massiv angegriffen, Hamburg. Ihr kennt die gesamten Stories. Und wir befinden uns, so viel kann ich verraten, im Ruhrgebiet. Und man hat dann für die Bevölkerung versucht, Schutzbauwerke in schnellster Zeit zu bauen. Es gab dann die Anordnung, klassische Bunkerbauwerke zu bauen. Die gibt es als Hochbunker, die gibt es aber auch als Tiefbunker. Wir befinden uns heute in einem Tiefbunker. Wir sind ja Treppen runtergegangen, wir befinden uns also unterirdisch. Und man hat aber auch darüber hinaus verschiedene andere Bauwerke genommen, zum Beispiel alte Stollenanlagen und so weiter und so fort, welche man dann relativ schnell ausbauen konnte zum Luftschutz. Aber heute hier befinden wir uns in einem zivilen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der für Zivilpersonen Schutz bieten sollte. Und normalerweise war es ja so gedacht, dass die Leute
nur für die Zeit des Luftalarms und der Luftschläge rein sollten, aber dadurch, dass irgendwann so viele alliierte Bomberverbände das Ruhrgebiet und andere Städte in Schutt und Asche gelegt haben, hatten viele Menschen natürlich auch keine Unterkunft mehr und deswegen haben die hier teilweise Tage und Wochen gelebt. In dem einen Bunker, wo wir mal waren, haben wir, glaube ich, wie viele Tage gesehen? 37 oder waren es über 50? 6 Wochen. 6 Wochen. Ja, und am Türrahmen war das, ja. Mit der Strichliste. Da stand noch erste, zweite, dritte Woche, da standen noch keine Kommentare dabei. Mhm. Aber ab der dritten Woche, die Bomben fallen immer noch. Ja. In der vierten Woche, wir haben so einen großen Hunger. Und bis in die 6. Woche rein. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie krass das damals gewesen sein muss. Oder der Bunker, den wir jetzt am Mittwoch hochladen, da war ja Lisa mit dabei. Ja. Da mussten die Leute ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen, weil die noch nicht mal... Normalerweise gab es hier an der Wand immer Bänke, die man auch hochklappen konnte, damit man mehr Platz hatte für die Bevölkerung, die hier gelebt hat. Das war sogar so, dass sie ihre eigenen Stühle bzw. Sitzgelegenheiten mitbringen mussten. Das ist unvorstellbar. Und hinter uns an der Wand war ja so eine Stange aufgebaut. Ne? Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, für Hab und Gut hinzuhängen. Das war krass. Das war wirklich krass. Und soll ich dir was sagen? Was? Du siehst gerade wunderschön aus in diesem Licht, oder? Sieht da nicht toll aus? Guck dir das mal an mit diesen Funkeln. Also, normalerweise war dieser Raum für eine Familie, aber ihr könnt euch vorstellen, Bauwerke, die für 1000 Leute gemacht waren, waren teilweise dann mit 3500 Leuten belegt. Und es gibt Bauwerke in Berlin, die gibt es tatsächlich immer noch, kann man über die Berliner Unterwelten auch besichtigen. Der war gemacht für 5000 Personen, wenn ich mich richtig erinnere, und waren in Spitzenzeiten 35.000 Menschen drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar. Und das hier, wir befinden uns gerade in einem Raum, in dem ersten... Oh, hast du da auch schon gesehen? Ich gehe zur... Das ist aber nicht von da, oder? Ich gehe zum Kartenspielen. Ne, oder? Ja. Oder Kohle? Ich gehe zu Kohle, damit wir... Also Leute, normalerweise würde ich sagen, das ist... Oder zeig das mal. Normalerweise würde ich sagen, das ist definitiv nicht aus der damaligen Zeit. Ich werde euch aber gleich etwas zeigen, wo ihr sagt, es könnte aber aus der Zeit sein. Definitiv. Ne? Es könnte definitiv aus der Zeit sein. Ja. Leider können wir es nicht lesen. Weißt du, was wir machen? Das ist für mich auch der schönste Raum hier. Ja? Ja. Warum? Ja, wegen dem, was... Du weißt noch, was kommt, ne? Ja, ich weiß noch, was kommt. Spannungsbogen ja auch vor. Gerade noch, ich weiß gar nicht, was ich vor der Kamera sagen soll. Das ist definitiv der spannendste Raum von allen. Ja. Auch hier wieder ein schönes Detail. Ja, die originale Lampe in Keramikfassung. Das ist übrigens Bakelit. Hier, das war nicht dran, da fällt schon ab. Ja, Türrahmen. Genau, links auf. Der ist etwas kleiner. Wir sind hier über Stromunterverteilung, ne? Schau mal, komm mal her. Wir gucken mal, ob wir hier, was für ein Kabel wir haben. Also, das dürfte Aluminium sein, oder? Guck mal, Olli. Ja, das ist Aluminium. Ja. Also der Grund, warum das hier noch alles ist, ist, weil die Kabel aus Aluminium sind. Kupfer würde ein bisschen rötlich, ihr wisst ja selber, wie Kupfer aussieht, aber das ist metallisch, sieht schon aus wie Eisen oder Stahl und das ist das Zeichen, dass dieses Kabel hier aus Aluminium ist. Das ist nicht so gut leidend und ist minderwertig, sagt man, und deswegen hat der Kabellieb wahrscheinlich hier noch nicht gewütet. Aber schau mal, wie schön die hier gestrichen haben, ne? Ja. Der Zahn der Zeit, der nagt ja an alle. Ja. Und wenn du dann sowas siehst, wo der Kleiderhaken... Alter. Das ist ja wie... Das war Holz. Also es war starres Holz. Olli, das ist ja wie beim 80-Jährigen. Ja. Zeig mal. Es ist so alt, also es fällt ab. Ja. Ja. Das ist ja wie beim 80-Jährigen. Der Zahn der Zeit nagt auch bei uns. Glaub mir, Olli. Ja. Also, ne, ich bin auch keine 18 mehr. Ich bin ehrlich zu dir. Ja. Ne? Auch wenn Lisa was anderes bei dir behauptet, aber das macht sie auch nur, weil ich liebe. Ich bin frische 28. Genau. Ey, komm mal rein. Wir zeigen dir mal ein paar Details noch hier. Das
könnte eventuell der Raum des Bunkerwarts gewesen sein. Es gab bei solchen Bauwerken häufig einen sogenannten Bunkerwart und der Bunkerwart war dafür verantwortlich, dass einmal die Technik hier immer funktioniert hat, aber er hatte auch immer die Übersicht, wer alles in diesem Bauwerk war, beziehungsweise auch wieder rausgegangen ist. Es musste natürlich Recht und Ordnung herrschen damals. Und schaut mal hier, das ist höchstwahrscheinlich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber das könnte mit großer Wahrscheinlichkeit der Anschluss für die Telekommunikation sein. Also sprich, ein Telekommunikationskabel könnte hier ankommen. Wobei es ein bisschen sehr dick ist, ne, Olli? Ja. Guck mal, selbst die Plombe ist noch da, ne? Oder ist das Erde? Das ist Erde. Ja, außerdem haben wir hier oben, das kennen wir aus dem Bunker, wo ich mit meiner Mutter war. Das ist eine Öffnung, die kann man aufschrauben und das ist der direkte Zugang, in den Luftaustausch mit der Außenwelt. Bedeutet, wenn in Friedenszeiten, sprich wenn kein Luftalarm da war, dann hatte man die Möglichkeit, die Klappe aufzumachen und kam direkt Frischluft von außen. Und man hat dann die Möglichkeit, das Bauwerk ohne die Belüftung dann auch zu belüften bzw. entlüften. Genau, hier haben wir auch noch ein Stroh, ich würde sagen, Olli, das sind Stromkabel, oder? Das ist Stromverteiler, ja, dann ist das andere auch Strom. Dann wird das andere auch Strom sein. Und schau mal hier das schöne Detail. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben mit der Bordüre da oben. Ne? Ja. Einmal komplett rundumlaufend und die Wand hat nochmal eine andere Farbe wie die Decke. Und hier nochmal die Garderobe. Wunderschön. Schon ein tolles Bild, oder Falk, wenn du hier durchkommst? Wunderschön. Der Flur ist einfach der Hammer. Das ist schon der absolute Hammer. Hier im Bereich hat man übrigens keine fluoreszierenden Decken, ne? Die hat man nur im Eingangsbereich. Ja. Hier, ein altes Wandregal. Ich hab's nicht angefasst. Guck mal, hier sieht man sogar noch die Fliesen. Also jetzt vielleicht, obwohl wir haben noch ein paar Räume. Wir würden nämlich euch auf jeden Fall gerne den Fußbodenbelag zeigen. Und man hat hier schöne Fliesen drin. Und ein kleines Detail haben wir hier in diesem Raum für euch. Dafür muss der Falk einmal reinkommen. Und hier finden wir auf der linken Seite eine kleine Ablage. Ne? Das ist eine Ablage. Ja. Eine wunderschöne Ablage aus Holz. Und das ist natürlich auch immer etwas, Leute. Wir haben ja auch schon einige Bunker uns angeguckt aus der damaligen Zeit, die waren einfach nur komplett leer. Dieser Bunker aber, der zeigt euch ja, wie die Menschen damals hier gelebt haben. Und damit hat man, oder ich fühle auf jeden Fall die Persönlichkeit, die Menschen hier damals ausgestrahlt haben. Es ist nicht nur einfach der nackte Bunker, sondern hier kann man wirklich fühlen und auch spüren, dass die Menschen wirklich Angst hatten und sich vor den Bombenangriffen in Schutz und Sicherheit gesucht haben. Sicherlich gab es auch eine Nachnutzung, so ehrlich muss man zu euch sein, aber grundsätzlich wurde das Bauwerk im Zweiten Weltkrieg genutzt, um vor den Bombenangriffen sich in Sicherheit zu bringen. Und ich würde sagen, wir lassen den Falk jetzt mal vorgehen, damit er sich so einen Raum anschaut. Ja, hier der ist aber nichts. Genau, du guckst dir mal bitte die Räume an, welche sich alle lohnen, weil es bringt ja nichts, wenn wir jeden einzelnen Raum einmal zeigen. Aber hier zeigen wir dem Falk mal, ja, beziehungsweise den Zuschauern. Wobei, hier haben wir zu viel Sediment auf dem Boden. Ne? Hier sieht man die Fliesen nicht. Schade. Wir gucken mal auf dem nächsten, ob wir hier irgendwo die Fliesen finden. Tatsächlich ein bisschen kalt, oder? An den Füßen. Wie geht's euch? Ja, ne? Doppelsocken. Ich habe Neopren. Ich merke gar nichts. Ach, sehr gut. Also bei mir wird es gerade doch ein bisschen kühl an den Füßen. Hier. Da? Ja, sehr gut. Haben wir mal mitgezählt übrigens, wie viele Räume wir haben? Muss man zählen. Guck mal hier auf dem Boden. Auf der linken Seite sieht man das. Fliesen. Sehr gut. Und was hast du, Falk? Wie gefällt dir der Bauwerk? Sehr gut. Ja? Vor allem mit dem Wasser sehr schön, ne? Das hat so schöne Effekte erzielt. Das freut mich. Mal was ganz anderes.
Oh, hier haben wir noch eine Tür. Mal gucken, ob ich sie zerstörungsfrei bewegt bekomme. Leider nein. Aber schau mal, hier ist auch ein schönes Detail. Da musst du wahrscheinlich für reinkommen. Hier ist noch die Zimmernummer drauf. Die 32. Und die ist nur, das ist nur so Papp. Das ist so Möbelrückwände sind das, ne? Furnier, ja. Ne? Genau. Pressfurnier, ne? Guck mal hier, einfach nur billiges Zeug. Und steht die ganze Zeit im Wasser und das ist alles wirklich schön labberig. Und hier liegt eine Fassung im Wasser. Wasser konserviert natürlich auch schön, ne? Kann natürlich. Sauerstoff dran. So, ich gehe vor. Und Stalaktiten kennt ihr ja. Ich habe aber noch nie Stalaktiten gesehen, die aus Rost. Nee, ich auch nicht. Ist schon spannend, oder? Olli, du kennst dich doch mit Belüftung und Heizung und so aus. Kannst du uns ganz kurz was zu dieser wunderschönen Konstruktion sagen? Außer, dass es aufwendig gebaut worden ist? Ich kann das aber. Also, so ein Raum muss natürlich auch immer belüftet werden. Und stellt euch vor, wir sind ja jetzt nur zu dritt, aber wenn das ganze Bauwerk unter Vollauf steht, sprich, wenn die Menschen hier drin sind, dann wird natürlich auch geatmet. Also erstens entsteht natürlich quasi Wasserdampf, also Kondensat, aber man verbraucht natürlich auch relativ schnell den Sauerstoff. Deswegen war es so wichtig, dass man dieses Bauwerk belüftet. Und das hat man über diese Belüftungsanlage gemacht und Oliver hat schon sehr gut erkannt, die ist sehr aufwendig gestaltet. Und man hat sich tatsächlich hier auch sehr große Mühe gegeben, die Details zu erstellen. Hier hat man das aufgeschraubt, es wurde dann zusammengeschweißt oder geklebt, damit kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Auf jeden Fall eine Verbindung hergestellt, die Luft nicht durchlässt. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man, diese Abzweigungen gehen in jeden Raum rein. Ne? Sodass jeder einzelne Raum ent- bzw. belüftet werden konnte. Wir haben ja gerade schon gesehen, dass es in jedem Raum auch diese Klappe gibt, wo in Friedenszeiten dann der normale Sauerstoff eingebracht werden konnte. Aber in Kriegszeiten musste natürlich auch die Luft gefiltert und abgekühlt werden, weil wenn es draußen brennt und die Gase hier reinkommen, kann man nicht den normalen Sauerstoff von außen nehmen. Der musste gekühlt und gereinigt werden und der wurde dann hier in die Anlage verbracht. Und dadurch, dass man von außen mit einem sehr hohen Druck das hier reingebracht hat, entstand dieser Überdruck, damit das schlechte Gas von außen nicht eindringen kann. Genau. Deswegen da nochmal die Unterstützung bezüglich der Gasschleuse. Und von innen möchte ich euch auch, müsst ihr leider einmal reinkommen, und hier liegen Rohre auf dem Boden. Ich möchte euch jetzt einmal die Luftschlitze auf der anderen Seite zeigen. Gerade habe ich euch ja die, dafür müsst ihr einmal reinkommen. Achso, Entschuldigung, ich war wieder zu schnell. ich habe euch ja gerade die Rohre gezeigt. Die waren natürlich früher nicht zu sehen, sondern da war eine Abdeckung vor. Die ganze Abdeckung liegt heute auf dem Boden. Und die Leute, die hier in diesen Räumen drin waren, die haben hier quasi nur das Gitter gesehen. Und durch dieses Gitter kam dann der Sauerstoff rein und die Leute konnten dann auch atmen. Wie gesagt, zu Kriegszeiten, wenn draußen die Bomben gefallen sind, ansonsten waren die Klappen offen. Und hier auch nochmal ein schönes Detail, was wir einfangen, nämlich die alten Bakelit-Lichtschalter. Die sind leider nicht mehr zu bewegen, aber ein wunderschönes Detail. Und ich glaube, ich habe gerade dummes Zeug erzählt. Die Verrohrung war immer zu sehen, die war nicht abgedichtet. Der Putz, der war an den Sauerkrautplatten dran und die Sauerkrautplatten waren über den Rohren. Das bedeutet, die Rohre waren wartungsfreundlich montiert. Und wenn mal irgendwas kaputt gegangen ist, hatte man die Möglichkeit, ohne dass man die Decke abnimmt, dann auch zu reparieren. Heute wird man das nicht mehr tun. Heute will man sowas nicht sehen. Deswegen kommt eine Rigidplatte zum Beispiel da drunter und man wird das nicht mehr sehen. Aber damals wollte man natürlich im Fall der Fälle schnell drankommen und das auch reparieren. So, Olli, hast du für uns was Schönes gefunden oder sollen wir dir einfach folgen? Guck dir erstmal da. Okay, alles klar. So, ich gucke einmal hier für euch, ob wir hier was Spannendes sehen, weil ich sehe hier einen Eimer oder ähnliches. Aber bevor der Fall aufwendig mit dem Gimbal reinkommt, gucke ich, ob sich das lohnt. Ja, ne?
Das könnte ein Eimer sein, es könnte aber auch eine Toilette sein. Hier an der Seite sehen wir sogar noch die Griffe. Also die Lüftung ist von 1941. Wow. Da sind noch viele Griffe. Das könnte eine Toilette sein, Leute. Man hatte ja damals natürlich auch normale Toiletten, aber häufig hat man auch Eimer genommen und dann mit Stroh oder mit anderen Sachen dann gespült, hätte ich jetzt was gesagt. Magst du noch einmal einen schönen Blick zurückwerfen? Wir sind jetzt knapp 25 Meter gelaufen und es sieht deutlich näher aus, oder? Sieht niemals aus wie viel. Ja, wunderschön. So, und hier seht ihr kaum Graffiti, kaum Beschriftung, nur so mit ein bisschen Kohle dran geschrieben. Kabel sind noch alle vorhanden. Die Belüftung bzw. Entlüftung ist noch da. Hier haben wir wieder einen Kasten für ein Überdruckventil. Das wird der Falk jetzt für euch einmal einfangen. Normalerweise ist hier so eine Glasscheibe mit einer Anzeige dran. Die gibt es heute nicht mehr. Wie ihr seht, der Zustand ist schon ordentlich runtergekommen. So, und wir gehen jetzt mal durch die Gasschleuse und die ist in einem deutlich besseren Zustand. Deutlich besseren Zustand. So, und wir nutzen nochmal die Gelegenheit hier, weil die ganze Decke ist noch heile. Ich mache mir mal richtig hell. Magst du einmal das Licht oben ausschalten? So Leute, ich lade jetzt hier einmal komplett auf. Der Fall positioniert sich schon mal nach unten und dann geht das gleich richtig los. Ich sag mal so, nochmal hier die werde ich auch nochmal aufladen und dann nochmal hier oben. Auf drei geht's los. Eins, zwei und drei. Nach über 80 Jahren, Leute, ist das Ding hier noch so krass am Leuchten. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also das macht mich wirklich glücklich. Hammer. Also der Zustand hier, Olli? Besser. Ich hab's auch schon. Das ist auf jeden Vorderbereich. Mega, oder? Da waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt auch noch rein. Das ist echt super. So, hier liegt ein Balken auf dem Boden. Hier wieder die Gasdrucktür. Nicht so stabil. Adi. Oh, da ist die Gasdrucktür. Hier ist schon die stabile Tür. Und jetzt sind wir in dem Wartebereich. Und oh, das kannst du auch mal einfangen, Falk. Das sieht richtig gut aus. Das ist quasi der andere Eingang, wo wir gerade reingegangen sind. So ein Bauwerk muss natürlich immer zwei Eingänge haben, damit, wenn einer verschlossen ist, der andere genutzt werden kann. Und außerdem kann man natürlich viel, viel schneller durch zwei Eingänge rein, als durch einen Eingang. Und was auch schön ist, guck mal, diese alten Steine. Man hat sich ja so auch optisch wirklich Mühe gegeben, dass dieses Bauwerk optisch attraktiv ist. So wie ihr uns alle. So, und der Olli hat schon was Nettes gemacht. Der hat schon mal ein bisschen aufgeladen hier. Und ich glaube, Lampe machen wir noch einmal. Lassen wir an, ne? Oder? Ja, ich mach die Hand vor. Genau. Eins, zwei und zack. Oh, das ist ja noch heller. Das ist richtig krass. Also Leute, ein Mega-Bauwerk, oder Olli? Ja, Chuck. Definitiv. Wie oft warst du schon hier? Das ist jetzt das zweite Mal. Ja, ich glaube, ich bin das siebte Mal hier. Beim ersten Mal bin ich mit Turnschuhen und Boxershorts hier rein. Stimmt. Und waren die Füße abgefroren, Anna? Ich war, ja. Ich war echt hinüber, es war sehr kalt. Guck mal, hier hat einer J plus N draufgeschrieben oder so. J würde schon mal passen, Jörg, aber ich weiß nicht. Also auf jeden Fall spannendes Bauwerk. Was meint ihr, die Graffitis, Falk, aus der damaligen Zeit? Oder haben die irgendwelche Jugendlichen? Ganz ehrlich, ohne Witz, du lachst darüber. Aber es könnte doch wirklich sein, weil es sind ja sonst keine Graffitis hier drin. Weißt du, was ich meine? Es hat was von Höhlenmalerei. Es hat schon was von Höhlenmalerei, oder? Ja. Ganz ehrlich, selbst wenn es aus den 50er oder 70er Jahren ist, in 100 Jahren ist das auch schon wieder spannend, weißt du? Stimmt, ja. Wir lachen da heute drüber. Ja. Aber in 100 Jahren ist es, oder in 20.000 Jahren, wenn das hier noch da ist, so wie damals die Höhlenmenschen. Ja. Weißt du? Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ne? Wer malt da so ein komisches Tier hin? Ne? Ja. Keine Ahnung. Okay. Was haben wir hier, Olli? Ein Brunnen oder was ist das? Ein Brunnen, ja. Oh, vorsichtig hier. Brunnen, ja. Ein Brunnen. Und hier haben wir noch die Lüftung. Paul, guck mal hier. Oh, da müssen wir gleich mal reingehen.
Aber das ist ein bisschen tief. Meinst du, wir kriegen dich da jemand wieder raus, Olli? Ich gehe da nicht rein. Das ist zugeschüttet. Wer weiß, ob das stabil ist. Jo. Später falle ich noch tiefer. Da hast du natürlich recht. Sonst würde ich dies tun. Aber dann mal... Ja, natürlich. Ihr seht jetzt mehr als wir, Leute. Das könnte natürlich richtig tief sein, ne? Ja. Und was... Oh. Olli hat ein Detail gefunden. Und weißt du, warum ich sage, die Schrift da mit dem Bleistift könnte aus der damaligen Zeit sein, weil es immer noch hier technische Bleistiftskizzen gibt. Guck dir das mal an. Das ist, glaube ich, von dem Becken, was wir hier vorne sehen, die technische Zeichnung, oder? Was meinst du? Gut, das habe ich mir eben auch angeguckt und das ist gut möglich. Ist ja gut möglich, ne? Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, guck mal, Falk, dass jemand hier eine technische Skizze sich angemalt hat und dann hier im Nachgang dieses Handwaschbecken gezimmert, ne? Ja, im Nachgang auch, weil hier hing bestimmt vorher das normale Blechbecken, was irgendwann zu einem größeren umgebaut wurde, genau, ne? Damit das mehr Leute gleichzeitig hier sich waschen konnten. Oder vielleicht auch Babys hier gewaschen wollen konnten, ne? Alles möglich. Was ist das für ein Material? Stein und verputzt, ne? Zementputz. Ja. Früher gab es ja nicht das Neumodige, was wir jetzt alles haben. Oh. Falk, wenn du das Detail eingefangen hast, dann komm mal mit. Ich gehe mal weiter gucken. Alles klar. So, also, hast du Angst um dein Leben? Guck mal hier, was da schwimmt. Brauchst du Licht? Bisschen, ich kann ja ein bisschen... Meinst du, ist da Sturm drauf? Okay, ich hoffe. Wir würden es aber auch merken. Hast du dich jemals gefragt, warum hier Wasser ist? Nein. Warum hier Stroh liegt? Soll ich es dir mal zeigen? Hier. Siehst du da? Da kommt so ein ganz kleines Rinnsal raus. Aber das kommt da seit über 80 Jahren raus. Siehst du das? Das kann man ganz leicht einfangen, wenn man von der Seite guckt. Da siehst du es, glaube ich, ne? Genau. Das ist der Grund, warum hier die Anlage unter Wasser steht. Das bisschen Wasser über Jahre, über Jahrzehnte ist schuld daran, dass die Anlage unter Wasser steht. Aber es war mal deutlich mehr Wasser hier drin. Und hier ist das Hauptkabel. Da kommt das Hauptkabel an. Das wird hier abgezweigt. Und da sehen wir, dass die Hauptunterverteilung, die existiert schon nicht mehr, weil man geht nicht von so einem dicken Kabel dann auf so einen kleinen. Das bedeutet, das hier ist auf jeden Fall Nachnutzung und ist leer. Das bedeutet, wenn Strom drauf ist, dann ist hier Strom drauf und ich gehe davon aus, dass da Strom drauf ist. Aber hier wird es dann definitiv unterbrochen, weil es ja keine Verbindung mehr gibt. Das bedeutet, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich würde sagen, dass hier kein Strom mehr drauf ist. Hoffentlich. Genau, hier haben wir verschiedene Schalter. Hier ist alles komplett ab. Das bedeutet, die alte Unterverkabelung ist komplett totgelegt. Man hat sich hier quasi eine Brücke gelegt und hat dann das Bauwerk mit ganz dünnen Kabeln und auch nur für einige Räume dann noch mit Strom versorgt. Und hier liegen ganz, ganz viele Türen. Wir haben ja gerade gesehen, eine Tür war noch vorhanden. Und hier in diesem Raum hat man dann alle anderen Türen verbracht. Guck mal, hier ist auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Detail. Also es gibt wenig Türen, die noch in diesem Zustand auch montiert sind. 14 Männer. Haben wir die Räume durchgemessen, durchgezählt? Drüben waren 18. 18? Ja. Das bedeutet, ich denke, dann haben wir wahrscheinlich mindestens mal die 40 plus die hier nochmal. Vielleicht haben wir 50 Räume. Aber was hast du da entdeckt, Olli? Das Lüftungsschild. Ja. Wir haben hier das Baujahr, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 1941. Und wer ist der Hersteller und was steht da noch? Gera? Gera. Ex-Hosting oder Ex, was? Ex-Haus. Ex. Warte, muss ich mal sauber machen. Ne? Mal spucke. Ex-Tor. Ex-Torenbau. Ex-Torenbau, ja. Köln. Ex-Torenbau. Lüftung Köln. 187. Leuchte noch ein bisschen mit dem Licht. Aha. Leute, wenn ihr wüsstet, wie die sich gerade verrenken für dieses Video. Okay, cool. Und ich hatte es ja in einem
in einem anderen Video schon mal erwähnt. Oh, ne? Jetzt wird's. Die Kamera plus Gimbal, die wiegt ungefähr 1,3 Kilo und wir haben uns gerade dazu entschlossen, auf jeden Fall ihm einen Teleskoparm oder wie das heißt, zu kaufen. Weil wir haben ja keine Lust, dass er hier mit einer Sehnscheidentzündung dann irgendwann nach Hause geht. Sondern er soll ja auch langfristig Spaß daran haben. Und Falk, schau doch mal hier, ob wir das hier drauf kriegen. Ich hatte ja gerade gesagt, dass man die alte Unterverkabelung bzw. Unterverteilung weggenommen hat. Und hier liegt sie tatsächlich noch an einer Schiene. Und hier vorne, das erste zum Beispiel, ist das Hauptkabel, das Starkstromkabel, welches angekommen ist. Und dann hat man die Kabel entsprechend auf die verschiedenen anderen Sicherungsverteiler gelegt. Also, ich weiß nicht, ob wir die mit wenig Aufwand wenden können. Aber dann machen wir wahrscheinlich alles kaputt, oder, Olli? Wir probieren es mal. Ja. Oh. Komm, ich könnte es ja einfach mal so hinstellen. Ich das Bein dagegen halten. Vielleicht kriegst du es von der anderen Seite drauf, Falk. Mhm. Dann hat man auf jeden Fall mal einen Blick dafür. Wir werden es auch nicht zu sehr bewegen, weil wir diese Relikte natürlich nicht zerstören wollen, sondern wir wollen sie für die Nachwelt dokumentieren. Und deswegen legen wir sie jetzt auch genauso wieder hin, wie wir sie vorgefunden haben. Und vorsichtig natürlich. Genau. Im Wasser ist es ja auch konserviert. Und ich glaube hier, wir haben ja hier Männer gesehen, sind dann die Männertoiletten, würde ich mal schätzen. Möchtest du vorgehen, Falk? Mhm, hier ist eine Treppe. Wieder schmecken, oder? Guckt euch auf jeden Fall das Bunker an, wo wir zusammen waren, die WW2 Zeitkapsel. Das war so witzig zusammen. Denn da habe ich ihn in eine Toilette eingesperrt, die komplett voller Schnecken war. Das war so geil. Und hier, auch hier wieder die komplette Decke abgefallen. Leuchtet die? Wahrscheinlich nicht. Nein, leuchtet nicht. Und hier auf der rechten Seite, werdet ihr gleich sehen, waren die Toiletten angebracht zum Großgeschäfte machen. Und es gibt teilweise Bunker aus der späten Zeit, wo man sich nicht mehr so aufwendig die Mühe gemacht hat, starke Bänder einzuziehen, weil die Leute sich in diesen Toiletten umgebracht haben. Deswegen hat man teilweise sogar nur Vorhänge genutzt oder dünne Pappwände. Und der Olli zeigt euch jetzt mal das Pissoir. Damit kennt er sich nämlich aus. Fünfmal die Schüssel für das ruhige Glied. Genau, man sieht sogar noch die Umrandung. Die Umrandung, ganz genau. Also, spannendes Bauwerk. Die haben sogar die Abläufe zugemacht, ne? Zugemacht, damit da keiner was reinschmeißt. Ja, plombiert, glaube ich. Nennt man das plombiert? Plombe, ja. Ja, plombiert. So. Also, hier war es gerade schön warm, ne? Hier gehen wir dann in die Kälte. Und ich glaube, hier war irgendwo ein Loch oder so, ne? Na, hier ist kein Loch. So. Und hier sieht man wunderbar den Unterschied, wenn man gerade ausguckt. Ist das Wasser komplett trübe und hier ist noch keiner lang gegangen, da ist es noch komplett klar. Und jetzt, Leute, ich glaube, das Highlight kommt, oder? Hier kommen jetzt vier Räume. Vier Räume? Vier Räume sind es. Dann zeig uns bitte den ersten, lieber Oliver. Die sind ja alle baugleich wie die anderen. Genau. Hier gibt es nicht, hier gibt es weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, hier gibt es nichts zu sehen. Und hier fängt das Schöne an. Ja? Ich lasse den Falken mal vorgehen. Viel Spaß dabei. Mal gucken, was der Falk jetzt sagt. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich sage, es könnte möglich sein, dass die Kritzeleien hinten mit Kohle aus der damaligen Zeit sind oder aber aus der Nachkriegszeit, weil oben über diesem Bild links ist eine Schrift, ein Text und O Schicksal, du gabst mir den Schmerz, nun gib mir die Kraft, ihn zu ertragen. Ich wiederhole, O Schicksal, du gabst mir den Schmerz, nun gib mir die Kraft, ihn zu ertragen. Wisst ihr, was ich da reininterpretiere? Weißt du, was ich meine, was dieser Spruch bedeuten könnte für jemanden? Für jemanden, der hier gesessen hat? Mhm. Ja, der Schmerz, Leute, Verluste. Und jetzt sitzt sie hier unten wahrscheinlich, wie gehen wir davon aus, dass es war eine Frau, sie sitzt hier alleine
und muss quasi jetzt die Kraft aufbringen, das zu ertragen. Allein hier drin zu sitzen, das zu überwinden. Es ist ja nicht nur der Schmerz, der jetzt durch Wunden hinzugefügt wurde, sondern auch Leute, die sie verloren hat. Exakt. Ganz genau. Und das glaube ich auch. Ich glaube, ohne das genaue Schicksal dahinter zu kennen, Oliver, ich glaube, hier hat jemand seine Familie, seine Kinder verloren. Ja. Ist vielleicht als Einzige hier unten in diesem Bauwerk. Ich glaube, es ist auch eine Frau. Und die hat das geschrieben. Stellt euch vor, ihr habt eure gesamte Familie oben im Feuerkrieg verloren und seid jetzt hier. Vielleicht ist der Vater sogar an der Ostfront oder an einer anderen Front gefallen. Vielleicht lebt er noch. Und man muss das Kind komplett alleine durchbringen. Vielleicht hat man noch nicht mehr Mutter oder Vater, der einem hilft. Also ganz, ganz tragische Situationen, die im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Und nicht nur ein oder hundertmal. Man sagt, es gibt mindestens 60 Millionen Tote auf der gesamten Welt. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Und das ist nur eins dieser Schicksale. Wir können es natürlich nicht nachvollziehen und nicht nachprüfen, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte, wie ich sie hier interpretiere. Und Falk, hast du die Bilder schon aufgenommen? Dann würde ich sagen, weiter. Also, sowas gibt es nicht ein zweites Mal. Ich glaube, das ist auch mit Wachs, ich will es auch gar nicht anfassen. Also ich glaube, es ist mit Wachsschrift und mit einer anderen, festeren Farbe gemalt worden. Einfach unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar. Und deswegen ist es einer meiner Lieblingsbunker, Leute. Ich war schon 7-mal hier und ich werde wahrscheinlich in meinem Leben noch ein paar Mal wiederkommen. So, und auch hier lasse ich dich wieder vor, Falk, weil der Olli hat was Tolles entdeckt. Der war ja schon 2-mal hier. Wir haben da auch wieder Wandmalerei, wo ich hiervon ausgehe, dass hier auf jeden Fall Kinder in dem Raum waren, weil auch hier Blumen. Und hier noch einzelne Blumen. Und wir haben hier eine Jahreszahl, 1947. Das spricht also dafür, dass wir hier eine Nachkriegsnutzung haben. Ihr würdet auch sagen, das ist eine 1947, oder? Was meint ihr? Ja. Ja, das ist gut. Oder? Ja. Halb, ja. Und auch hier wieder, guck mal, hier haben wir wieder diesen Bleistift. Bedeutet, wir haben ja im ersten Raum die Bleistiftsitzen gesehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Bleistiftskizzen auf jeden Fall mindestens mal aus der Nachkriegszeit waren, aus den 50er Jahren oder sogar noch viel früher. Und hier, das übersehen viele, Christus drauf hier, diese wunderschöne Blume. Und auch hier drüber sehen wir wieder irgendwas mit Bleistift gezeichnet. Siehst du das? Sieht man wahrscheinlich kaum, ne? Ich versuche mal ein bisschen zu leuchten. Das ist ein Bauch. Eine 6, hier ist eine 6 drin. Eine 6 kann ich hier erkennen. Siehst du das? Eine 6. Und hier auf dem Bauch ist so ein Viereck und ein Kreis. Ja, was auch immer das ist. Vielleicht war hier ein Gesamtbild und das Einzige, was noch über ist, sind diese beiden Blumen. Und hier versucht die auch nochmal schön zu dokumentieren. Und Leute, ich war vor kurzer Zeit in Hamburg und habe versucht, für euch einige Bunker zu dokumentieren. Und tatsächlich bin ich zu spät gekommen, die Bunker sind abgerissen worden. Und dieser Bunker in Hamburg am Lampenkamp, die Leute aus Hamburg, die werden ihn kennen, das ist nämlich direkt an einer U-Bahn-Stelle, der war lange Jahre offen. Und in diesem Bunker gibt es noch Relikte. Und das Spannendste, was ich fand, du warst glaube ich auch mit, ne? Das war ein kleiner Kinderwagen. Ein Kinderpuppenwagen war da drin, das ist unvorstellbar gewesen. Und das wollte ich eigentlich für euch noch dokumentieren, aber kann ich leider nicht, weil der Bunker nicht mehr vorne war. Und deswegen ist es mir eine Ehrenangelegenheit, diese Bauwerke für euch zu dokumentieren, weil wir wissen ja nicht, wie lange diese Bauwerke noch vorhanden sind. Und hier findest du auch nochmal eine Bleistiftzeichnung. Hier. Warte. Er nimmt noch eben die Bleistiftzeichnung auf. Einer spinnt immer. Ja. Er hat schon verraten, aber guckt es euch einfach selbst an. Ich sag dazu auch gar nichts. Also erst nicht, ich kenne mich, ich rede immer. Und Leute, wie ihr seht, ich kann nicht lange schweigen.
Dieser Spruch, genauso wie dieser Spruch, der ist heute noch genauso aktuell wie damals. Das Leben ist am schwersten 3 Tage vor dem ersten. Und wer kennt es nicht? Guckt auf euer Konto und wenn ihr am ersten des Monats Geld bekommt, dann sieht es meistens irgendwie leer aus im Ebbe. Und deswegen ist das Leben vor dem ersten meist 3 Tage am schwersten. Ja, und hier sehen wir den ersten. Oliver lacht. Ja, aber es ist doch so. Ja, und ja, auch das ist mit Kohle gezeichnet, oder? Ja. Das ist auch mit Kohle gezeichnet. Von daher die Wahrscheinlichkeit, Leute, dass vorne, ich wiederhole mich jetzt aber, und das ist wunderschön, oder? Ich nehme mal, brauchst du Licht dafür, oder? Das geht, ja. Ich mache mal so noch ein bisschen, ne? Das ist gut. Das ist super. Also, einer spinnt immer. Und Leute, egal in welcher Szene ihr unterwegs seid, wir sind in der Robex-Szene unterwegs, einer spinnt immer, oder? Ja. Ja, ne? Grüße gehen raus. Also, spannend. Wir sind übrigens im Raum Nummer 17 gerade. Da haben wir auch noch was. Mach mal Licht weg. Mach noch nach oben, ein bisschen indirektes Licht. Tu die Arbeit mit. Ja, das letzte Wort kann ich ja nicht lesen. Vergnügen, uns nicht verzagen oder so, ne? Ja. Wahrscheinlich, wenn man das im Internet recherchiert, wird man das vielleicht finden. Aber vielleicht kann der Falk das mit seiner Kamera auch irgendwie so aufnehmen, dass unsere treuen Follower das irgendwie herausfinden, was da steht. Ich würde sagen, tu die Arbeit mit Verg... was nicht... Ja, die zwei. Mhm. Da hört es auf, Leute. Es liegt darin, dass hier mal Wasser runtergelaufen ist. Genau. Und das weggespült hat. Ja. Schade. Ja. Aber vielleicht. Daran siehst du aber, es ist Kohle, weil Kohle lässt sich abwaschen. Exakt, ganz genau. Bleistift wäre noch geblieben. Könnte so. Boah, weiß ich nicht, Olli. Oder? Schwierig. Ich will nicht dran reiben, ich will. Ja, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Also, wenn man vielleicht, ich sag mal, ein paar ältere Menschen dabei hat, und das Schöne ist, in meinem Kanal gibt es ja ein paar ältere Zuschauer. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch und wenn ihr diesen Spruch kennt, dann versucht oder schreibt es doch mal in die Kommentare und vielleicht finden wir, wie früher auch schon, gemeinsam heraus, was da steht. So, und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der Falk sich gleich nicht den Kopf einstößt. Hier kommt nämlich ein Lüftungsrohr runter. Und, oh, und hier auf dem Boden liegt auch eins. Ja, vorsichtig. Man hat sogar ein bisschen Auftrieb mit der Hose, ne? Ja. So, wir haben gerade die Männertoilette gesehen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das hier die Damentoilette ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ne? Die Tür liegt nebenan. Ja, die Tür liegt nebenan. Also hier auf der linken Seite, wo der Olli steht, sehen wir die Handwaschbecken, die ehemaligen. Die sind leider zertrümmert worden oder demontiert, wahrscheinlich aber zertrümmert. Leider, ja. Ja. Oben wieder die Bordüre. Also man hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben, die farbliche Gestaltung auch angenehm zu machen, weil, wie ihr wisst, mussten die Leute teilweise Wochen oder Monate lang sogar hier drin wohnen. Und hier gibt es tatsächlich noch originale Toiletten mit den Sitzwangen. Ja, oh. Und vielleicht kann der Falk gleich hier auf dem Boden dieses wunderschöne Pilzgeflecht einfangen. Beide Seiten, das ist schön und das ist aber auch schön. Vielleicht kriegst du das wunderschön hin. Sieht da? Und auf der anderen Seite da. Boskalicht, ne? Oder? Besser. Ob du es glaubst oder nicht, es steht sogar noch Wasser in der Toilette. Ja? Ja. Also, das ist schon spannend, was diese Natur, unsere Natur, für interessante Gebilde auch schafft. Also, Sitzwang hatte man damals. Und das wären wahrscheinlich die Toiletten für die Damen gewesen sein, ne? Ja, keine Pissoirs. Keine Pissoirs, genau. Die Türen liegen ja auch oben drüber, ne? Die Toilettentüren. Cut.
Aufnahme. Hier muss der Falk wieder aufpassen, dass er nicht über das Rohr fällt. Wir warten auf jeden Fall so lange. Und nur zur Orientierung, Leute, wir sind jetzt quasi fast am Ende des Bauwerks angekommen. Wenn wir da runter schauen, dann sehen wir den zweiten Hauptgang und den Hausanschlussraum. Und wenn wir links gucken, sehen wir hier quasi den Eingangsbereich von dem Eingang, wo wir reingekommen sind. Und rechts geht dann der zweite Hauptgang lang Richtung des anderen Ausganges. Und hier, Bauwerke sind ja immer redundant aufgebaut. Das bedeutet immer so aufgebaut, dass alles zweimal vorhanden war. Und hier haben wir den zweiten Brunnen. Und wisst ihr, was da unten liegt? Da unten liegt das Inlay, da wo ich gerade hinleuchte, das Inlay von dem Überdruckventil. Das ist das Inlay, seht ihr das? Das ist das Inlay. Ich würde hier gerne wirklich runtergehen, weil hier vorne liegt noch ein Eimer. Wer weiß, was da noch alles drin liegt. Da liegt der Eimer. Und wer weiß, was man alles reingeworfen hat. Aber ohne Sicherung sollte man das nicht machen, oder? Oder? Nein, sollte man nicht. Nein. So, Tür, Handwaschbecken, wie gesagt, alles immer zwei. Hier finden wir sogar noch den Doppelanschluss für das Wasser. Ein Ausgussbecken, Raum 24. Hier kannst du nochmal gut zeigen, dass es keine Kupferkabel sind. Sehr gut. Ja, mach du. Soll ich mal zeigen? Zeig! Hier sieht man, dass es definitiv keine Kupferkabel sind. Und hier siehst du die Frauentoilettentür. Ach. Oh, da unten. Guck mal, da unten. Da steht sogar noch. Boah, das war knapp. Ja, ich hab's am Ohr gespürt. Schönes Detail. Ja, und wir haben ja auch gesehen, es ist kein Strom drauf. Ja. Sonst wäre Olli jetzt tot. Und Olli war vor kurzem erst am Strom, ne? Ja. Ja, der ist ja Handwerker und der hat ein Haus renoviert. Und wie war das nochmal? Hast du gebohrt oder was hast du gemacht? Nee, das Trockenbauprofil angefasst. Und das war, hatte unter Kontakt, Strom. Ja. Aber nicht mit normalen Steckdosenstrom, FI abgesichert, sondern? Ja, stark. Stark schon, ne? Wie lange hingst du dran? 15 Sekunden, war gut. So Leute, also, mega spannendes Bauwerk, finde ich. Aber dann ist ja quasi da die Belüftung und da Heizung. Da wird die Luft beheizt. Absolut. Absolut. Aber die Filter, die sind halt weg, ne? Ja, Filter sind alle weg, ja. Mhm. Das wäre nochmal spannend gewesen, das wo die Filter schön sind. Das wäre auch schön gewesen, ja. So. Also ich würde sagen, wir gehen mal zusammen raus, Olli. Und dann werden wir nochmal ein paar letzte Worte an unsere Fans und Follower richten. In das Loch. Boah. So, also letztes Wort gilt meistens mir, aber ich möchte auf jeden Fall, dass du mir nochmal deinen Eindruck schilderst und was dir am besten gefallen hat. Für mich ist immer noch das Highlight die Räume mit den Wandbemalungen. Mhm. Das hat mir wirklich am besten gefallen. Und jetzt bin ich auch mit meinem Denken nicht mehr alleine, weil beim letzten Mal haben wir nicht darüber gesprochen. Ja. Diesmal haben wir darüber gesprochen und wir denken beide, es war eine Frau, die es geschrieben hat. Ja, ne? Und das hat mir gerade eben auch ein bisschen Gänsehaut verpasst, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Also ja, das war der schönste Moment und also das ist mein Highlight. Sehr schön. Definitiv. Schön, dass du auch nochmal heute mitgekommen bist. War tatsächlich, wie soll man sagen, spontan. Mit Falk hatte ich das letzte Woche schon geplant. Ich hatte Oliver davon erzählt und er sagte, ich wollte auf jeden Fall auch nochmal hin. Und ich glaube, wir haben es nicht bereut, oder? Nein. Falk, wie hat es dir gefallen? Mir hat es mega gefallen. Also, ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Oh, das ist vor schön. Vor dem Bunker, der unter Wasser steht. Ja, glaub mir, davon wirst du demnächst noch mehr sehen. Also wir werden dich in die Bunkerwelt auf jeden Fall einführen. Und ich freue mich auch, dass das heute geklappt hat mit uns. Wir haben heute wieder ein Video für euch zubereitet, das nicht aus der POV-Perspektive gedreht wurde, sondern tatsächlich natürlich eine Mischung. Ich werde auch ein bisschen POV mit einbauen, aber grundsätzlich
wurde das Video aufgenommen mit einem Kameramann, mit dem Falk. Und das ist aus meiner Sicht immer noch eine ganz andere Perspektive, weil wir die Möglichkeit haben, euch dieses Bauwerk nochmal komplett anders zu zeigen. Ich habe auch die Möglichkeit, mich nochmal anders zu zeigen. Und ich glaube, und das spiegelt ihr auch wieder, das wertet den Kanal nochmal deutlich auf. Und wir arbeiten natürlich daran, dass wir immer, immer besser werden. Wir kaufen zusätzliches Material für die Kamera, damit der Falk auch irgendwann sein Sehnen erscheint, Entzündung los wird. Ja, ansonsten gibt es ein Ticket für ein Fitnessstudio und das wird Bizeps trainieren. Er wird jetzt zukünftig keine Zeit mehr. Der hat der Familie und er wird mit uns jetzt auf Tour gehen. Ja. Also von daher, okay, die Zeit wird er nicht mehr haben. Also genug geredet. Abschluss. Ich hoffe, das Bauwerk hat euch gefallen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Es ist mal wieder ein langes Video geworden, aber das Bauwerk hat es auf jeden Fall verdient. Und ich wünsche mir, dass dieses Bauwerk noch lange existiert. Alleine schon wegen der Möglichkeit, dass man diese alten Wandmalereien sieht. Und jeder hat natürlich selber die Möglichkeit, da rein zu interpretieren, was er denkt, was diese Sprüche bedeuten. Für uns bedeuten diese Sprüche das Gleiche. Und vielleicht schreibt ihr es mal in die Kommentare, wie euch diese Sprüche angesprochen haben und was die mit euch gemacht haben, wie ihr denkt, was diese Sprüche gemeint haben. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt um, fahren nach Hause, trinken uns noch irgendwo einen Tee und gehen dann schön ins Bett, oder? Das ist eine Idee. Bin ich mit eins verstanden? Alles klar. Dann würde ich sagen, gib mir noch mal die Kamera. Auch den Falk möchte ich heute noch mal zeigen. Doch, der Falk muss auch immer gezeigt werden, oder Leute? So, und das Gimbal dreht sich. Das dreht sich mit. Ich mal weg. So, nein. So, Gimbal dreht sich. So, da hat sie ihn. Ja. So, Falk. Da ist es, Falk. Moin. Und wie ihr letztes Mal in die Kommentare reingeschrieben habt, Falk ist super sympathisch. Ist er auch? Hoffe ich. Ja. Er sagt immer von sich selber, er redet nicht so gerne. Ja, mach ich auch nicht. Ich bin lieber hinter der Kamera. Aber da muss ich sagen, ich habe es auch nicht getan am Anfang. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn wir zusammen im Auto sind, dann weiß er auf jeden Fall genug zu erzählen. Und das ist richtig schön. Also von daher, du hast das letzte Wort heute. Ja, mir geht's gut. Ich bin sehr glücklich hier, alles gefilmt zu haben. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade und goodbye.